Attention Pioneer. The following instructional video is a summary of your impending duties as an exoplanetary pioneer for Fixit Incorporated. Fixit pioneers have three cyclical assigned pillars of work to ultimately accomplish project assembly. Use provided blueprints to build the necessary buildings. Chart the planet and gather resources to provide desired results and improve your infrastructure. Make sure to report any unusual discoveries to R&D for analysis. Expand your factories, outposts, and pipelines through automation and augmentation. That's it. Get to work and be effective. Warning, planetfall imminent. Please remain seated during full procedure. Atmospheric entry in 5, 4, 3, 2, 1. Planetfall procedure initialized. Exploration suit is at 100%. Remember, efficiency first. Godspeed. Ein herzliches Hallöle und damit willkommen hier bei Satisfactory. Welcome to Planet Massage 2ABB, your designated sector in the binary star system of Akija. I am, note, objective-based introduction initialized. Welcome to onboarding. So, ich hoffe, Sie quatschen mir nicht first dazwischen, objective. Leute. Doch, please dismantle the drop pod. The resulting materials will be repurposed to construct a habitat and utility base, from now on referred to as the hub. Okay. Note, Fixit Incorporated as cost. Okay. So, jetzt aber. Liebe Leute, erst einmal blende ich mich wieder ein, weil ich festgestellt habe, ich habe gedacht, das wäre voll Stil. Hätte voll Stil. Leute, da bin ich. Haha, die Facecam ist auch wieder dabei. Ich dachte, es hat voll Stil, wenn ich hier jetzt runterkomme und einfach erstmal losquatsche und erst mich dann einblende. Ich nehme es persönlich. Ich glaube, es hat gut geklappt, würde ich einfach mal so sagen. Leute, Satisfactory. Erst einmal wünsche ich euch ein total tolles und erfolgreiches Jahr 2024. Ich befinde mich beim Zeitpunkt der Aufnahme am 23.12. Ihr werdet, glaube ich, gleich sehen, warum ich das erwähne. Und ja, Satisfactory 2024, Neustart in diesem Jahr. Und es hat sich unheimlich viel getan. Das ist die Staffel 2, die ich hier mit euch machen werde möchte. Die letzte Staffel liegt 4 Jahre zurück und das war genau zum Release von Satisfactory. Und seitdem sind 8 Updates durchgelaufen. Und das ganze Spiel hat ja grafisch noch einen kleinen Sprung gemacht, aber auch alles andere drumherum. Es sind so viele neue Sachen dazugekommen, die super interessant sind. Wirklich super interessant sind. Und die möchte ich mit euch so ein bisschen durchgehen. Was ich mit euch auch machen möchte, ist euch von vornherein sagen, wie ich das so ein bisschen gestalten will. Ja? Und zwar möchte ich jetzt erstmal die Basics mit euch machen. Ich weiß nicht, wie folgend das geht. Und wenn wir die Basics soweit durch haben, dann möchte ich das modulare Fabrik System probieren. Gibt es wohl, ist eine bestimmte Bauart, so habe ich das zumindest rausgefunden. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gelesen habe. Also es ist kein Video oder sowas, ich habe es irgendwo gelesen, wo mir sagte, hey, das könnte man so und so machen. Ein paar Bilder gibt es da, glaube ich, auch zu, aber die müsste ich auch erstmal raussuchen. Von daher habe ich mir gedacht, das wäre etwas,
was wir machen. Und zwar ist das modulare Bausystem etwas, wo man quasi immer wieder dran anschließen kann. Und es basiert auf den Grundstoffen in diesem Spiel. Aber jetzt habe ich genug gequatscht. Wir machen erstmal das, was uns gesagt wird. Ich drücke hier F, um zu demontieren. Und wir sollen als erstes den Pod demontieren. Das haben wir gemacht. All important fixit data and communication is recorded and stored in the codex, including these steps. So. Und wir sind hier im Grasland. Schlussendlich gibt es eine riesige Map. Ich weiß gar nicht, ob wir sie aufrufen können. Nein, können wir noch nicht aufrufen. Das erste, was ich mache, alle Tutorials, Nachrichten, E-Mails, Codex werden gespeichert. Drücke O, um den Codex zu öffnen. Das machen wir. Aber ich will noch auf eine Sache hinaus. Ich will mich mal hier vorne so ein bisschen hinstellen. Hier so ein bisschen rumlaufen. Und hier vorne so ein bisschen hinstellen. Genau, hier möchte ich einfach erstmal hier drauf stehen. Denn das hier wird quasi unsere Ausgangslage sein. So habe ich mir das vorgestellt. Erstmal drücken wir O. Hier haben wir den Codex. Und hier können wir alles Mögliche einsehen, was wir zu diesem Zeitpunkt schon wissen. Ja, unser Hub, die Werkbank, Ausrüstung, Teile und so weiter und so fort. Rezepte können wir durchgehen, Tutorials kann man hier nochmal nachlesen, Posteingang und so weiter und so fort. Schauen wir mal, was sie weiter sagt. Second objective. Please ensure you have your Fixit Incorporated Xeno Zapper equipped before leaving the drop zone. So machen wir's. So, Note, according to Fixit regulations, every pioneer should have access to a means of defense against extraterrestrial threats. Okay, das hauen wir uns in die Hände, dann haben wir es ausgerüstet. Das müsste es eigentlich schon sein. Third objective. Please familiarize yourself with the resource scanner to find iron. Note, the acquisition of iron is considered essential in preparation for all future objectives. Okay, also wir können mit V nach unserem Scanner gehen. Dieser Kreis ist jetzt natürlich nur auf Eisen ausgerichtet. Boom, zack, und dann können wir Eisen rausholen. Und wir sehen, hier vorne ist schon gleich Eisen. Das wird auf jeden Fall wichtig sein. Da unten ist auch gerade ein Tier, sehe ich gerade. Mhm, okay. Und wir sollen auf jeden Fall was abbauen. Ja, dann werden wir das mal machen. Als erstes müssen wir, glaube ich, diesen Hund hier... Ha! Okay. Der hat, glaube ich, auch schon was fallen lassen, ne? Nee, hat er nicht. Der hat nichts fallen lassen. Okay, wir sollen hier rangehen und dann sollen wir natürlich mit E hier ein bisschen Eisen abbauen. Das machen wir natürlich. Für die, die das schon kennen. Build the hub. Für die, die das schon... To complete this objective, the resources salvaged from the drop pod will be consumed. So. Caution. Ensure the hub is built on spacious open terrain close to the presence of iron sources. Failure to do so will likely result in non-optimal progress. Mhm. Okay. Also, für die, die Satisfactory kennen, selber gespielt und so weiter und so fort und wissen, was hier eigentlich abgeht. Ja, man könnte es auch schneller spielen und man könnte auch viel schneller durchgehen. Er hat es doch fallen lassen hier. Muss ich halt nur abpicken. The remains of this creature might shed light on how to increase chances of survival. A new research tree. So, jetzt machen wir kurz rein. Ich habe nochmal geguckt. Ich will nochmal kurz gucken, ob wir hier Grafikvoreinstellungen. Ich gehe mal auf Ultra hoch. Ja, ich will alles rausholen aus dem Spiel. Ich hoffe, das funktioniert soweit auch. Übernehmen. Jawohl. Sehr schön. Und Spiel fortsetzen. Denn wenn, dann auf schön, ja. Wenn, dann auf schön, liebe Leute. Und wir können hier noch ein bisschen abbauen. Ich mach das nochmal. So, dass wir ein bisschen 100 Eisenerz zusammen haben. Genau, für die Leute, die das selber schon spielen und wissen, wie es funktioniert, guckt es trotzdem, weil ich kann vielleicht von euch was lernen, wenn ihr was in die Kommentare reinballert. Und ihr könnt vielleicht was von mir lernen, das ein oder andere. Und wenn es nur die Gelassenheit ist, mit der ich hier durchs Level gehe. Nein. Und für die, die es halt noch nicht kennen und auch nicht wissen, ja, Satisfactory, das und das, schaut es euch einfach an. Ich will das auch einfach nochmal neu erleben, hier an der Stelle. Ich sammle das jetzt mal ein, wa? Und mich überraschen lassen von dem, was dieses Spiel mittlerweile kann. Ich habe einiges gehört, einiges, was da neu dazugekommen ist und so weiter und so fort. Und von daher
sammle ich jetzt erstmal das so ein Stückchen weit ein. Denn wir sollen was machen? Effizienz zu verbessern, wir müssen einen Hub bauen. Wir bauen jetzt erstmal einen Hub. Und das Ganze können wir, glaube ich, auch mit Bildmenü, ne? Wie war denn das nochmal? Genau, wir gehen hier auf Q. Ja, und dann können wir uns das Hub hier raussuchen. Und mit dem einsetzen, einsacken quasi, was wir von der Kapsel geholt haben. Zack, das setzen wir jetzt erstmal hin. Super, perfekt, läuft. Und gehen hier erstmal an unsere Sachen. Congratulations, you have unlocked Hub Feature Manual Craft Bench. Hub Feature Hub Terminal. Fifth Objective, complete Hub Upgrade 1. Note, the Craft Bench and Hub Terminal are essential for progression to the next objective. So. Okay, das machen wir. Also wir haben hier die Werkbank, wir haben hier unser Upgrade Terminal. Da schauen wir natürlich einmal rein. Ja, hier können wir von Hand alles herstellen. Und hier haben wir das Hub Upgrade 1, das können wir anwenden. Das machen wir auch, damit wir wissen, was wir herstellen müssen. 10 Eisenstangen und dann bekommen wir dieses hier in Ausrüstung, wer beim mobilen Miner und ein bisschen Inventarplätze. Machen wir Miner auswählen und jetzt bauen wir uns einfach 10 Eisenstangen. Das machen wir, indem wir einfach aus Eisenbarren herstellen. Ich rassel das jetzt einfach mal durch hier. Ich möchte so wenig wie möglich Schnitte einbauen. Das heißt, ich will euch eigentlich auf den gesamten Weg mitnehmen, damit ihr zum einen Eindruck davon bekommt, wo was ist, also welchen Weg nehme ich, um dahin zu gelangen. Ja, und generell einfach auch das Spiel mit mir zusammen zu erleben. Das wäre zumindest der Ansatz. Es wird mit Sicherheit Phasen geben, wo ich sage, okay, wisst ihr was, wir sehen uns gleich wieder, ich fahre da jetzt mal hin oder ich gehe da mal eben hin, weil wir die Wege schon gemacht haben. Ja, das kann durchaus sein. So, noch erstmal 10 von diesen Eisenstangen. Sehr schön. Und dann hauen wir das hier rein. So, mit Steuerung. Bumm, zack. Upgrade. Zack. Und man sieht es halt auch baulich. Das finde ich sehr schön, dass sich dieses Hub entsprechend ändert. Congratulations. You have unlocked Building Workshop. Equipment Portable Miner. Inventory Additional Slots. Hub Feature Personal Storage. Sehr schön. Also Personal Storage haben wir auch da. Sixth Objective. Complete Hub Upgrade 2. Note. Portable Miners require no power and will mine a node until their inventory is full. Note. Multiple Portable Miners can be used on a single node. So. Ich habe gedacht, ich meine hier so noch so ein bisschen rum. Für Sachen, die wir gleich brauchen werden. Wir sollen auf jeden Fall eine Werkstatt bauen. Machen wir natürlich auch. Und um nochmal anzuknüpfen, ich will euch also mitnehmen und ich will nachher natürlich auch in dieses organisch wachsende Fabrik, so nenne ich das jetzt einfach mal, organisch wachsende Fabrik, das bedeutet, die Fabrik selber wird aufgeteilt, die Hauptfabrik selber wird aufgeteilt. Genau, jetzt muss ich nochmal eben ganz kurz gucken, bevor wir uns verquatschen. Wir haben Upgrade 2, das wollen wir jetzt mal eben fertigstellen. Dazu müssen wir 20 Eisenstangen, Eisenstangen und 10 Platten. Damit können wir Schmelzofen, Stromleitung, Kupfer mittlerweile ermitteln und auch den Scanner soweit ausrüsten. Das machen wir natürlich. Und da hauen wir doch hier jetzt mal, ich glaube 20 waren es, ne? 20 Eisenstangen. Hauen wir nochmal ganz schnell durch. Und 10 Eisenplatten. So, perfekt. Rein. Und Upgrade, zack, und jetzt ist schon baulich wieder ganz anders aus. Upgrade 2, sehr schön. Jetzt wird gleich wieder gesammelt, glaube ich. Congratulations. Jawohl. You have unlocked Hub Feature Biomass Burner. Scanner Feature Copper. New Buildings and Recipes, which can be found in the Build Menu and Craft Bench respectively. Sehr schön, okay. Kommt jetzt noch was? Seventh Objective. Complete Hub Upgrade 3. Note. Connect Buildings to a Biomass Burner for Power. Note, buildings such as the smelter require a recipe to be set. Ja. Okay. Advice, automate the smelting process and use portable miners for optimal results. Gut, alles klar. Also, wir sollen jetzt Bau halten und mit Rohstoffscanner zusammen. Wir sollen jetzt erstmal nach Kupfer scannen wahrscheinlich. Ne? Hier ist Kupfer. Hauen wir den raus.
Und ich gucke schon in die Richtung, weil ich natürlich so ein Stück weit weiß, da oben ist schon ein bisschen Kupfer. Das ist das nächste Kupfer, das werden wir als nächstes auch verwenden. Und ich würde sagen, wir gehen da auch schon mal hin und holen uns das. In der Zwischenzeit kann ich noch ein bisschen quatschen. Also das Prinzip, organisch wachsende Fabrik, ist so aufgebaut, dass wir, ich möchte ganz gern im Würfelformat bauen. Ja. Das werden wir ein bisschen hübsch machen, ja, in der einen oder anderen Stelle, aber die Main-Fabrik wird als Würfelform dargestellt und je nachdem, wie weit wir kommen, ja, ich will das ja abhängig machen, wie die Resonanz an der Stelle halt ist. Hm, wo ist er denn? Ja. Wow, okay. Gar nicht mit gerechnet. Ich will das ja auch abhängig davon machen, wie bei euch die Resonanz ist, ja. Wenn hier eine gute Resonanz rauskommt und sagt, Mensch, mach doch weiter und es lebt ja so ein bisschen, das ganze Ding, dann will ich mir offen halten, dass wir auch dieses Binum natürlich verlassen, woanders hin und Schienen bauen und Stromnetze aufziehen und all diese ganzen Sachen. Das will ich natürlich auch machen. Und wir werden nachher feststellen, dass das gar nicht so einfach ist, nach und nach die ganzen Upgrades hochzuschalten. Ja. Ich nehme jetzt mal 50 Kupfer mit oder 60, sowas in der Richtung, das werden wir brauchen. Und dann geht es zurück zum Hub und dann erkläre ich noch ein bisschen weiter, was ich meine. So, wir sind gleich bei 60. Perfekt, sehr schön. Und dann geht es hier weiter. Oh Gott, oh, fast runtergefallen. Genau. Und es gibt Grundressourcen, wie jetzt diese Eisenplatten, Stangen und so weiter, Schrauben wird es nachher geben. Die werden wir natürlich produzieren, auch in so einem modularen System oder in einem organischen Fabrikationssystem. Und wir werden das hier so ein bisschen aufteilen. Ich habe mir Folgendes vorgestellt. Und wir können ja, wisst ihr was, wir machen das jetzt einfach. Wir machen das jetzt einfach mal, dann wisst ihr schon gleich in der ersten Folge, was Phase ist. Hier ist übrigens Kalksandstein. Das kommen wir später noch zu. Und während ich hier so rumrenne, kann ich auch gleich ein bisschen Biomasse einsammeln. Kann ich nicht. Wieso kann ich keine Bio? Es steht eh. Ah, jetzt geht's, okay. Das kann ich im Rennen nicht, oder was? Ja. Ich sammle das hier ein bisschen ein. Und dann sind wir auch gleich hier oben. Dann können wir noch ein bisschen philosophieren und quatschen, bevor es gleich richtig losgeht. So, und zwar möchte ich hier an dieser Fläche, das hier nicht so, das wird so ein bisschen unsere erste Abbauzone. Da werden wir so die ersten Sachen bauen. Und ich denke mal, irgendwie hier werden wir so unsere Lagerfläche bauen und ein bisschen umstrukturieren. Ja, aber so in dem Bereich da hinten, oder so oberhalb dieses Dings, hier in diesem Bereich da irgendwo, da werden wir einen Produktionswürfel aufbauen. Die Größe weiß ich nicht, ich muss sie nochmal nachlesen. Aber ich glaube, entweder 25 oder 50 Blöcke im Square, also nach links, nach vorne und nach oben, mit entsprechenden Zwischenböden, wo wir generell nur Produkte der Stufe 2 herstellen. Und dann werden wir uns noch einen Spot aussuchen, wo wir die Produkte der Stufe 1 herstellen. Und dann werden wir von diesem kleinen Fabrikationsterminal quasi, ja, je nachdem, wo der Spot ist, ich weiß nicht, ob er da ist oder hier, irgendwo war er jedenfalls, die ganzen Sachen in das zweite Fabrik sozusagen reinfahren und dort das nächste Produkt herstellen und das weiterführende Produkt. Und irgendwann werden wir an einen Punkt kommen, wo wir zum Beispiel auch da hinten hin müssen, in die Wüste, ja, weil dort entsprechende Ressourcen sind und da bauen wir wieder so einen Produktionsblock mit der entsprechenden Versorgung, um dort punktuell Sachen herzustellen, die wir dann quasi auf dieser Map zentral zusammenführen, um dort dann die Endprodukte herzustellen. Ich hoffe, das war so ein bisschen klarer geworden, was ich meinte. Und zusätzlich werden wir, und ich weiß noch nicht, ob ich das hier mache, in dem Bereich oder hier unten, werden wir so ein kleines Research Center aufbauen. Da wird das Hub drin sein, Werkstätten und so weiter und so fort. Vielleicht auch der große Weltraumlift, der später mal kommen wird. Und da werden wir zusammen ein wenig diese modularen Systeme aufbauen, quasi zum Veranschaulichen,
einfach ein bisschen aufmodellieren und sagen, so sieht das aus, das Konzept. Und jetzt versuchen wir das umzusetzen. Ist jetzt viel Gerede, ich weiß, Leute. Und von daher will ich auch gar nicht weiter quatschen. Ihr wisst ungefähr hoffentlich jetzt, was ich meine. Und jetzt machen wir das nächste, und zwar die Werkstatt. Hier haben wir es aber neu bekommen, die Ausrüstungswerkstatt, die Werkbank. Ich will hier die Ausrüstungswerkstatt tatsächlich bauen. Dazu fehlen uns natürlich Eisenplatten und Eisenstangen. Und das ist kein Problem. Wir produzieren jetzt erstmal ein paar Eisenplatten. Oh, sagen wir mal, weiß gar nicht, 8, 10, 15, 20. So, machen wir mal 30 ungefähr. 30 Eisenplatten. Und dann machen wir nochmal Stangen. Das muss jetzt erstmal so alles ein bisschen händisch laufen hier. Ach ja, wir können auch ein bisschen Eisenbarren. Können wir nicht, weil wir keine Eisenbarren haben. Aber Kupferbarren haben wir, das werden wir auch machen müssen. Also haben wir die Kupferbarren durch. Und können mit den Kupferbarren natürlich Draht machen. Das ziehen wir jetzt so durch, würde ich sagen. Sehr, sehr gut. Genau. In der ersten Phase wird es durcheinander Würfe sein. Da werde ich auch nicht korrekt bauen. Ja, das wollte ich, genau. Das war ja das, was ich eigentlich sagen wollte. Wenn wir die Fabrik bauen, dann werden wir akkurat bauen. Ja, das muss dann auch so sein. Ja, das war schön strukturierte Bahnen, wo läuft was lang, wo geht was hoch, runter und so weiter und so fort. Ja, das muss dann schon sein. Und jetzt in der Anfangsphase nicht. Da werde ich beim Querbauen, das muss einfach nur praktisch sein, schlussendlich, damit wir natürlich auch ein bisschen vorankommen. Das können wir später immer noch umstrukturieren. Und ich werde tatsächlich die gesamten Kupferbarren jetzt in Draht umwandeln. Und wir haben auch hier, seht ihr, Kabel, die wir daraus bauen können, die wir nachher brauchen, um Strom zu verlegen. Ich will so ein bisschen vorbereitet sein hier. Ich will jetzt nicht alles. Ich mache mal so, das war so 60 oder sagen wir mal 50 Draht übrig behalten. So. Und 35 Kabel. Das ist doch schon mal sehr, sehr gut. Dann hauen wir den ganzen anderen Kram, den wir gerade nicht brauchen, immer so ein bisschen rein. Sehr gut. Und jetzt bauen wir hier erstmal diese Ausrüstungswerkbank. Die setze ich immer so schräg hin. Fertig. Ja, dann sieht das, glaube ich, ganz gut aus. So, und dann gucken wir mal, was wir machen können. Wir können hier nämlich den mobilen Miner bauen. Und davon werden wir jetzt welche bauen. Und zwar will ich zwei auf jedem Plot haben. Und ich werde erstmal einen Eisenplot besetzen, das heißt, wir bauen zwei von denen. Zack. Geht schon gar nicht mehr. Geht schon gar nicht mehr, weil wir es nämlich haben. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall den Miner erstmal aufstellen. Den setzen wir hier hin. So. Ich glaube, wir müssen ihn so in die Hand nehmen, oder was? Ja, wir müssen ihn so in die Hand nehmen. Und achso, geht gar nicht. Hä? Macht gar nichts. So, den bauen wir auf. Den setzen wir hin. Und der braucht Gott sei Dank keinen Treibstoff. Aber es sieht cool aus, ne? Der Miner. Der sich aufsetzt. Wow. Und dann fängt er an zu drehen. Gute Sache. Sehr schön. Dann öffnen. Und hier wird schon Roheisen hergestellt. Das nehmen wir mal mit. Dann werden wir das gleich zu Barren verarbeiten und uns zusehen, dass wir gleich den nächsten quasi bauen können. Ich glaube, es hat an Eisenstangen gemangelt. Ja, ich glaube schon, es hat an Eisenstangen gemangelt. Setzen wir das mal um, würde ich sagen. So, sehr schön. Okay, so, dann können wir jetzt den nächsten mobilen Miner bauen. Damit hätten wir jetzt zwei. Dann brauchen wir noch zwei für die Kupfergeschichte. Eins. Zwei. Und wir haben noch Sandstein. Da will ich auch zwei draufsetzen. Eins. Zwei. So, sehr schön. Das heißt, wir stellen die Dinger jetzt auf. Der rumpelt hier vor sich hin. Das finde ich sehr gut.
Das heißt, wir stellen den nächsten Tauchmann hin. Und aufgestellt. Sehr cool. Dann geht es hier hinten hin. Einmal zum Kupfer. Rutschen geht auch cool. Springen und rutschen. Springen und rutschen. Und jetzt brennt die Hütte hier. So, immer ein bisschen, nochmal ein bisschen Biomasse mitnehmen. So. Das nehmen wir mit. Das werden wir spätestens dann brauchen, wenn wir Strom herstellen müssen. Was anderes haben wir momentan einfach nicht. Und hier bauen wir jetzt auch zwei Mobile Miner hin. Upsala. So. So, da warten wir jetzt so einen kleinen Moment. Dann nehmen wir das hier schon mal ein bisschen mit. Sehr gut. Wunderbar. Das geht ziemlich flott, muss ich sagen. Dann nehmen wir da nochmal was mit. Dann nehmen wir das hier noch mit. Und dann lassen wir die mal ein bisschen arbeiten. Dann geht es jetzt zurück. Oh. Hier geht's runter, ne? Ja. Hier geht's runter. Das hier? Unrein. Kalksandstein unrein. Aha, guck mal an. Also hier gibt es auch noch was. Nice. So, dann geht es hier zurück und wir kloppeln da hinten gleich mal den Kalksandstein runter und setzen auch Mobilminer drauf. Oh. Sehr schön. Sehr schön. Der war nämlich schon voll hier, der Bursche. Und hier oben klöppeln wir das Ding noch mal eben weg. Ist zwar noch nicht gefordert, aber wir machen es jetzt einfach. Weil dann können die arbeiten. Upsala. So. Ich hoffe. Ja, alles gut. So, dann. Nein, verkehrt. So, da. Ey, jetzt hakt er ja auch noch fest. Das gibt's doch nicht. So, einen haben wir noch. Sehr schön. Zack, da kommt der nächste hin. Und dann arbeitet ihr mal. Und wir machen jetzt noch Folgendes. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir sollen ja in den Generator da hinten Biomasse reinschmeißen. Und hier ist ein bisschen Holz und ein bisschen links. Aber ich habe hier hinten Blätter. Und wir sollen hier in diesen Biomasse-Generator Biomasse reinhauen. Und das machen wir natürlich auch. Ich glaube, wir können ihn einschalten. Haben wir ihn eingeschaltet? Ja, haben wir. Aber wir haben natürlich noch keinen Strom. Wir nehmen noch keinen Strom ab. Und was wir jetzt machen müssen, sollen, werden, ist eine Linie für Eisen und eine Linie für Kupfer aufstellen, die wir mit Strom versorgen, schlussendlich. Was wir auch machen müssen, ist das Hub natürlich noch weiter upgraden. Und um entsprechend weiterzukommen, Schrauben, versteckte Eisenplatten, Beton, Kalkstein ab, werden wir natürlich als allererstes mal diesen Meilenstein ausarbeiten. Kupfer haben wir schon gemacht. Sehr schön, wir brauchen noch Eisenstangen. Dazu brauchen wir natürlich wieder Eisenbarren. Und wir müssen natürlich auch Platten herstellen, ist ja auch klar. Um den Konstruktor zu bauen. Schmelzofen haben wir bereits, sollen wir einen Konstruktor bauen. So. Jetzt machen wir erstmal die. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel brauchen wir denn? Wir brauchen noch 8 Platten. Machen wir mal 8 Platten. Wir haben ein bisschen mehr Platten, weil wir wollen ja nachher auch noch den Schmelzofen bauen. Wir hauen die Eisenstangen hier noch durch. Ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist natürlich zu wenig jetzt. Ja, wir brauchen noch 9 von den Eisenstangen. Das ziehen wir jetzt noch durch, Leute.
Natürlich ein bisschen mehr noch. So. Trümmern wir die mal eben weg. Sehr gut. So, dann haben wir das hier. Jetzt können wir das abdrehen. Das ist sehr schön. Perfekt. Ja, es wächst. Ja, es wächst. Neue Gebäude. Congratulations. You have unlocked scanner feature Limestone. New buildings and recipes, which can be found in the build menu and craft bench respectively. Sehr schön. Eighth objective. Complete hub upgrade 4. Note. Use power poles to expand the power network for optimal results. Das werden wir machen, liebe Leute. Und das ist Upgrade Nummer 4 für die Förderbänder und natürlich nochmal Inventarplatz. Und ja, das setzen wir mal an. Aber, liebe Leute, das werden wir erst in der nächsten Folge machen. Das bedeutet, wir haben jetzt noch ein schönes Bild hier. Unser Hub steht. Ja, die ersten Miner sind da. Und ja, es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Und wir sehen zu, dass wir so schnell wie möglich diese Einführungsphase sozusagen abschließen. Und auch in den nächsten Folgen zusehen, dass wir so schnell wie möglich eine kleine Produktionskette aufbauen. Und wenn wir das fertig haben, wenn die kleine Produktionskette aufgebaut haben, dann werden wir uns dem großen Thema Fabrik schon widmen, liebe Leute. Wenn ihr hier zum ersten Mal eingeschaltet habt und gerne Satisfactory guckt, dann würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ihr dürft natürlich auch gerne alle anderen Projekte, die ich hier so auf meinem Kanal habe, verfolgen. Und mir würde auch natürlich freuen, wenn ihr ein Däumchen unter dem Video lässt. Und vor allem, ganz wichtig, das würde mir noch viel mehr helfen, wenn ihr Satisfactorianer seid und Erfahrung in diesem Spiel habt, wahrscheinlich wesentlich mehr als ich, dann haut doch einfach Kommentare unter das Video. Das würde mir helfen, das würde der gesamten Community helfen, das würde den Leuten helfen, die zugucken, und wir kommen wahrscheinlich viel, viel schneller voran. Das ist es, worauf es ankommt. Liebe Leute, ich freue mich. Ich freue mich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Satisfactory 2024 mit mir, mit dem TH. Und mehr bleibt nicht zu sagen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin. Ciao, ciao.